Unsere Multifeed-Anlage ist ein Versuchsstand, um industrienah thermische Prozesse abzubilden. Das heißt, wir arbeiten hier bis zu 1400 Grad Celsius dran und können verschiedene Einsatzstoffe einsetzen, fest, flüssig, gasförmig, in einer Mischung, sodass wir hier alle thermischen Prozesse mehr oder weniger abbilden können. Mit der Anlage werden Realdaten gewonnen, die wir für unsere Modellierer zur Verfügung stellen, die dann ihre Rechenmodelle daran abgleichen können. Im Gegensatz zu vielen anderen Forschungsvorhaben ein sehr praxisnahes Forschungsthema, wo wir wirklich Technologien und Ansätze entwickeln, die von uns und Industriepartnern verwendet werden können. Und als Ergebnis davon haben wir gleichzeitig wieder Anknüpfungspunkte an ganz viele andere technologische Branchen, nicht nur in der chemischen Industrie, sondern auch beispielsweise in der Glas- oder in der Zementindustrie. Nur mit dieser Förderung, die wir von dem Freistaat Sachsen und von der Europäischen Union bekommen haben, war es möglich, eine Versuchsanlage in der Größe zu installieren, in Betrieb zu nehmen und auch zu demonstrieren. Es hat uns gleichzeitig auch den finanziellen Spielraum gegeben, die dazugehörigen Rechenmethoden zu entwickeln und wirklich im Rahmen des Projektes das Modell und die experimentellen Arbeiten zusammenzubringen. Das Gute an dem Projekt ist, dass wir eine Anlage bekommen haben, die unseren bestehenden Anlagenprojekt hervorragend ergänzt, weil wir hier eine Vielzahl von Einsatzstoffen testen können, was vorher so in dieser Art und Weise nicht möglich war. Das Ziel, das wir verfolgen, gemeinsam mit unseren sächsischen Partnern, ist, dass wir neue Technologien entwickeln und konzipieren, dass wir diese Technologien mit der neuen Versuchsanlage demonstrieren können und dass dann unsere sächsischen Partner entweder die Technologien an sich oder Komponenten davon hier vor Ort fertigen und international vermarkten. Das können beispielsweise neue Brennerkonzepte sein oder auch neue Reaktorkonzepte.